Hier auf Campingplatz E3 werden bald hunderte Metal-Fans feiern. Dabei spielen gar keine Bands und es gibt auch keine Bühne. So, jetzt sind wir beim Metall. Schön, ne? Habt ihr Handschuhe? Ja, wir sind ja Metaller, also her mit dem Metall. Montag ist Aufbautag für rund 80 Rendsburger Wacken-Fans. Und das seit rund 25 Jahren. Die originale Gruppe kommt ausschließlich aus Rendsburg. Und wir haben jetzt hier noch einen zweiten Teil, der ist international. Da sind auch Mexikaner, da sind Kanadier, da kommen sie aus den Niederlanden, aus der Schweiz. Also es ist so ein internationaler Teil noch, der hier mit am Camp dran sitzt. Aber wie gesagt, der Hauptteil ist, wie der Name sagt, aus Rendsburg. Das dauerte aber schnell. Ja. Mach das mal ordentlich, nicht so wie auf Arbeit. Dieses Jahr muss ein neuer Tresen her. Bier gibt's erst später. Währenddessen internationale Arbeitsteilung auf der Wiese. Yeah, I think we should go in front of it, just so there's not too much cross traffic. Bei Wacken im Allgemeinen und diesem Camp im Speziellen gibt es ein Gemeinschaftsgefühl, das ich nirgendwo sonst gespürt habe, auf keinem anderen Festival. Ich fühle mich hier zu Hause, ich will nirgendwo anders sein. Du kommst weiter als ich. Die Dachterrasse ist einer der Gründe, warum das Camp so beliebt ist. Und natürlich die Zapfanlage. 1500 Liter Bier bis Sonnabend sollten reichen. Eine Seite ist an, aber ich bin noch nicht so weit. Alles gut, ich muss ja erstmal hier nur den Dreck raus haben. Am Nachmittag steht schon das halbe Camp. Ja, du kriegst immer die großen Augen, kriegst immer die staunenden Gesichter. Fragende Leute vor dem Zaun, dürfen die denn mal reinkommen oder mal hochgehen? Die Leute haben tatsächlich Berührungsängste, die sind total überflüssig. Kommt einfach vorbei, das ist alles gut. Schleswig-Holsteinische Gastfreundschaft also. Bis Sonnabend können dank der Rendsburger Fans wieder hunderte Metalheads bei dieser Aussicht feiern.